Und damit hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge des Wissen 3 Let's Plays. Wo wir letzte Folge ja angefangen hatten, hier auf Kieler angefangen. Genau. Die letzten Quests zu machen. Angefangen zu haben, die letzten Quests. Oh gut, okay, kann man so stehen lassen, den Satz. Wir jetzt Affentrainer gelernt haben und jetzt bei dem Typen hier sind, der sein Auricul gesucht. Wir gucken wollen, ob uns das Äffchen jetzt hier schon hilft. Wir wissen noch nicht, ob wir noch einen Affen fangen müssen oder. Wir haben... Genau, keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ohne Aurikulki kehrt Pamir niemals heim. Ja, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Affentraining. Aber, so wie es aussieht... Einfach hinlaufen reicht nicht. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Äffchen hier an. Ich bin ja eh der Meinung, wir müssten vorher einen Affen fangen. Die Frage ist, ob wir einen Affen oder ein Äffchen fangen müssen. Und wenn ja, wie kann ich den fangen? Ach, gibt's irgendwo eine Erklärung dafür? Retten, liebes Kunst. Äffchentrainer. Vielleicht liegt es nur an der Banane, aber aus einem Äffchen kann man einen guten, geschickten Dieb machen. Sammlung, warte, ist das hier drin? Nee. Inventar. Ausrüstung. Ups. Hier ist nichts mit drin. Knochenflinte war eine Waffe. Gott. Keiner dran erinnert, wo ich versucht habe rauszukriegen, was das ist. Hier ist nichts. Kopf. Uninteressant. Ring. Joa. Magie. Auch nicht. Nutzbares. Äffchen, hier. Da ist es doch. Ach, Mensch. Okay, dann nochmal dahin, einmal die 7 drücken. Und gucken, was passiert. Genau. Nix Tagi, nee, nee. BTF, okay, wir können das Äffchen spielen. Gold, Banane, kleiner Ohrring. Okay, das hätten wir vielleicht auch ohne Affentraining hingekriegt. Nee, hätten wir nicht. Gut, okay. Und zurück? Nein, ich möchte noch nicht zurückkehren. Kann ich mit denen hüpfen? Kann ich. Oder das wird ja interessant. Das ist ja ein witziges Feature, wo ich eher gespannt bin, ob wir da dann noch mehr lernen können. Das noch? Hier war ich ja auch nicht hochgekommen. Okay, jetzt zurück. Ja, so. Das Schmuckstück, Questerfolg. Den Affen kann ich auch jederzeit unten wieder rausholen jetzt. Okay, gut. Dann. Kommt dir das hier bekannt vor? Mein Aurikulki, du hast es gefunden. Homi grande, Kumpo. Ist Affe tot? Nein, von dem fehlt jede Spur. Egal, Homi bekommt trotzdem einen Teil von Pamirs Schatz. Was wirst du jetzt tun? Lucky nach Glitzerstein. Je mehr, desto besser. Wenn alle Taschen voll... baut Pamir sich ein Floß und segelt zurück nach Hause. Und dann gibt es ein großes Fest. Ja, theoretisch könnte ich ihn auch mit nach Hause nehmen, aber er will ja noch nicht. Wir sehen uns, Homi. Okay, vielleicht sehen wir ihn ja dann auf der Insel der Diebe? War es die Insel der Diebe? Seekarte? Ich glaube, es war die Insel der Diebe. Ja, Insel der Diebe, hier sehen wir ihn dann vielleicht irgendwann. Noch haben wir ja keinen Grund, dahin zu gehen. Noch... Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte nicht zu durcheinander spielen. So, jetzt geht's hier nach oben. Da wollen wir einmal mit der Anführerin reden, dass sie das Zepter bauen kann. Nicht mit der Anführerin, der Schamanin. Und mit der einen Frau reden, die Sex haben möchte. Und da den Vermittler spielen. Mal gucken, ob das klappt. Erst einmal mit dir hier. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Ich habe eine schillernde Perle gefunden. Das ist gut. Deine Suche war bestimmt anstrengend. Naja. Ich danke dir. Das wird sich gut machen in unserem neuen Zepter. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben.
Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen. Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Okay, was auch immer der Zauber des Schwarmes ist. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Mediktus steigern. Ja, alles klar. Gut. So. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind? Wolltest du nicht die Klappe halten? Ich meine ja nur, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch viel effizienter sein könnten. Ich mach dir mal ein paar Vorschläge, wie ich das meine. Nein, das machst du nicht. Aber... Du machst deinen Mund nur noch auf, wenn du gefragt wirst, verstanden? Das ist eine klare Ansage. Kann man sich nachrichten. Also gut, dann mach erstmal einfach weiter, okay? Ja, oh Mann. So, jetzt wollte ich noch mit ihm hier reden. Ihnen ist das egal. Gut, das hat sich hier demzufolge erledigt. Dann auf zu der Dame, die ich Sex haben möchte. Weil das irgendwie geregelt kriegen. Wir müssen sie ja dann noch an Makoto vorbeischmuggeln, müssen wir nicht? Bei dem Weg? Doch, müssen wir. Ah, dang it. Hier oben lang. So, mit dir. Die Piraten am Strand machen keine Probleme mehr. Willst du noch immer zu ihnen? Chi. Na schön. Wenn wir hier abhauen, dann nachts. Muss ja nicht jeder wissen, was wir vorhaben. Folge mir. Ich bringe dich ins Piratenlager. Capo Camille e Mercoto. Ja, ich pass schon auf, dass eure Wachen uns nicht sehen. Mia miti ono moleke. Still jetzt. Verhalt dich unauffällig. Wir sollten den Wachen besser aus dem Weg gehen. Die Frage ist nicht, ob wir den Wachen aus dem Weg gehen sollen, sondern wie wir es schaffen, den Wachen aus dem Weg zu gehen. Denn einer müssen wir definitiv vorbei. Egal, was ich mache, oder? Ja, ich muss da vorne an ihm vorbei. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe gespeichert, den Schlüssel verladen wir neu. Die Karre. Gut, perfekt, dann. Hier unten lang. Aber jetzt begegnen uns keine Wachen mehr. Und dann haben wir tatsächlich alle Quests hier auf Kila gemacht. Die zu dem Zeitpunkt jetzt noch offen waren. Mal überlegen, ob hier unten könnte mir noch eine Patrouille begegnen. Was auch recht unwahrscheinlich. Miamiti no Yala Wagucho. Bitte. Langsam laufen. Yala Vaporomoko. Halten unterwegs bei Steinbogen vor Wasserfall. Okay, wir sollen unterwegs beim Steinbogen vor Wasserfall halten. Okay. Sie kann übrigens unsere Sprache. So, hier soll ich anhalten. Was ist denn jetzt schon wieder? Gucho Samo. Mia ono Samo. Ich verstehe kein Wort. Was willst du mir damit sagen? Kara Miamiti? Ich dachte schon, du willst, dass ich dich zum Piratenlager trage. Chi. Na gut, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Tavonga. Gucho Bahoshi. Oh Mann. Bamba, Mia Tusheka. Okay, scheinbar bist du zufrieden. Gucho Halima Miamiti. Tabulele Kipava. Du willst mir was schenken? Danke. Pass auf dich auf. Okay, so. Kann ich jetzt noch ihr was sagen? Miamiti Tusheka. Glücklich. Ich nicht. Ich wollte mit Dingens noch reden. Dass hier eine Dame wäre, mit der er was anfangen konnte, mit ihm da oben.
Was hältst du von Miamiti? Die Perle der Südsee, die du hier angeschleppt hast? Genau die. Mit ihr einen Rum unter Palmen schlürfen. Tag und Nacht verwöhnt werden. Glaub mir, so läuft das mit dir nicht. Dann hilf mir. Ich bin einfach zu schlecht im Süßholzraspeln. Kannst du mir nicht eine Blume oder so besorgen? Am besten so eine blaue. Da fahren die Weiber sicher drauf ab. Okay, wenn's ihm hilft, scheiß drauf. Okay, ich besorg dir eine Blume. Aber du machst gefälligst den Rest. Abgemacht. Und was die Blume angeht, frag mal Cunningham. Kann zwar kaum einen Säbel halten, aber hat den Durchblick, was Pflanzen angeht. Ja, ich hab doch schon eine blaue Pflanze. Hier hast du deine Blume. Jetzt geh und mach ihr den Hof. Danke, Alter. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Hier, das ist für dich. Du hast es dir verdient. Ist klar. Mia miti Tosheka. Glücklich. So, redet ihr zwei jetzt miteinander endlich? Ich will dabei zugucken. Hallo, du... Kapu-Sheko? Ich bin blau. Also blaue Blumen, meinte ich. Ich hab hier eine für dich. Uwamba. Kuchu moleke kipavata miamiti? Genau. Du und ich. Wie wäre das? Ist das ein Ja? Oh Mann, klasse! Oh Mann. Ja. Okay. Gut. Mich interessiert es noch, wohin die verschwinden. Da will ich noch mal ganz kurz zugucken. Ja, dann haben wir tatsächlich alle Quests hier erledigt. Möchte ich mal so nebenbei erwähnen. Okay, hier passiert nichts weiter. Die reden auch nicht. Mia miti Tosheka. Glücklich. Alles klar, perfekt. Gut, dann wäre noch ein was interessant jetzt hier. Also, der Punkt Kila ist übrigens schon mal ausgeblendet. Gibt es keine Quest mehr hier, wunderschön. Was ist ja noch interessant? Ich wollte eigentlich ihn haben. Mach dir keine Sorgen um Buß. Das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadex Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Komm mit mir. Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff. Mein Schiff liegt in der Bucht vor Anker. Willkommen an Bord. Gee, wenn Captain in See sticht, wird Sadek da sein. Alles klar. Haben Sadek noch mitgenommen, perfekt. Gut, und dann? Das war eigentlich das Einzige, was mir noch wichtig war. Wo ist Buß? Ich wollte noch einmal ganz kurz mit Buß reden. Momentan nirgends da. Wo ist er denn? Hier, er pennt. Okay. Ist ihm egal. Cunningham dürfte das mit der blauen Pflanze auch egal sein, oder? Kommst du mit deinen Forschungen gut zurecht? Gewiss, gewiss. Doch schweife ich momentan in die Lyrik ab. Das mag wohl an der fremden Schönheit liegen, die ihr mit euch brachtet. Es mag euch seltsam vorkommen, aber würdet ihr euch bereit erklären, einem Gedicht zu lauschen? Ja, klar, fang an. Klar. Fang an. Ihr seid so gütig. Nun denn. O, holde Schönheit ferner Länder. Mir fällt gerade ein, ich habe doch keine Zeit. Zu schade. Aber auf bald, mein junger Freund. Oh Mann. Man sollte ihm vielleicht mal noch erzählen, dass die Frau... Wünschst du dir nicht manchmal die alte Zeit wieder zurück? Meinst du die Zeit, als unser Vater ständig betrunken war? Oder meinst du die Jahre, als wir uns alleine durchschlagen mussten, weil er nie da war? Ich denke, es könnten ein paar weniger Probleme sein hier und da. Aber heute sind wir eindeutig besser dran. Okay. Wer interessiert sie nicht? Oh.
hier nimm 1000 Gold und verschwinde endlich. Nein, das machen wir nicht. Dann kommt er nochmal wieder und will nochmal 1000 Gold. Jetzt ganz kurz Questübersicht, brauchen wir gar nicht machen. Aufs Schiff gehe ich absichtlich nicht, weil wir haben Dingens dabei. Wie heißt da? Matt. Und jetzt haben wir eigentlich folgendes Ziel. Das hier. Rekrutiere Shani. Und wollen gleichzeitig noch die andere Quest machen, die Nervensäge. Was auch hier hinten ist. Und da gehen wir jetzt hin. Latschen nach hier hinten. Gehen am Baraka vorbei. Und wenn wir damit fertig sind und Shani bei uns haben, dann gehen wir nochmal aufs Schiff, reden mit allen und dann machen wir uns nochmal einen Questüberblick. Ich glaube zwar nicht, dass wir Shani direkt bekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Versuche Shani auf unsere Seite zu kriegen. Für die Sache mit den Besiegen von Titanen oder so. Ich hab schon wieder vergessen, warum wir... Ich muss dir leider sagen... Halt's Maul, ich will nichts mehr von dir hören. Dann später vielleicht. Wenn ich mal weiß, warum wir hier überhaupt sind. Genau, wir wollten das Böse besiegen und die Portale schließen. Aber... Alles? Ach, wir wollten unseren Geister zusammenführen. Jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Unseren Geist wollten wir hier zusammenführen. Das ist ja der eigentliche Grund. Wobei wir dafür... Naja, wir wahrscheinlich die anderen besiegen müssen. Wir haben ja immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, was die Mainquest ist, wenn ich mir das hier immer angucke, ne? Wir haben hier leider immer sehr viele Quests, die nicht unbedingt im ersten Moment logisch erscheinen. Und wir zwar unseren Geist zusammenführen wollen, aber... wir nicht wissen, ob wir das überhaupt schaffen werden. Also wir wissen zwar grob wie von Eldritch, aber ja, ach, keine Ahnung. Ich kann euch dazu nur so viel sagen, dass mir gesagt worden ist, dass dieser Wert hier unten sehr relevant ist, wo ich 87 habe, gütig. Den werde ich auch hoffentlich... 1500 Ruhm, achso, okay. Den werde ich auch hoffentlich auf 100 gemaxt haben, wenn wir dann unsere Seele wieder verbinden. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ich hoffe es einfach nur. Wir haben ja auch schon mal ein paar Sätze gesagt im Spiel, wo ich nicht unbedingt den netten Typen gespielt habe. Wobei das schon so ein interessanter Punkt zu wissen wäre, wie Arschloch könnte man eigentlich Risen 3 spielen? Warte kurz, speichern. Und alles Mögliche töten. Wir sollten uns vorsehen. Wer weiß, was in diesem Tal alles auf uns lauert. Ja, sehe ich ähnlich. Wie Arschloch man spielen kann, indem man alles tötet und sonstige Sachen macht und bla. So, jetzt haben wir folgende Punkte. Also, das hier sieht so aus, als wäre das hier oben im Tempel. Jetzt ist die Frage, wie wir zum Tempel kommen, das kriegt man noch raus. Ich würde aber zuerst Shani aufsuchen, die ja angeblich dort steht. Und das ist, denke ich, schneller zu erreichen. Erkunden wir die zum Schluss so oder so alles? Es ist bloß die Frage, in welcher Reihenfolge. Aber ab jetzt fighten wir wieder. Ab jetzt geht das Kämpfen wieder los. Wir haben unten mit 71 Essen, denke ich, noch genug. Und sollte das nicht der Fall sein, dass das genug ist, werden wir auch dafür noch Lösungen finden. Also Essen können wir ja immer kaufen, das habe ich ja schon gesehen. Sachen zum Fähre kaufen haben wir auch, dass der Arsch platzt. Es ist einfach nur eine Frage von Organisation, dass wir hier weiterkommen. Es ist in diesem Fall, wenn wir jetzt irgendwo hinrennen und stellen fest, oh scheiße, mir geht das Essen aus, oh shit, wir müssen das anders regeln, dann ist das nur eine Frage von, es ging einmal kurz schief. Ich würde gerne zuerst den Alligator töten. Perfekt, weil mir jetzt nämlich Shani bei diesem Alligator helfen kann. Alligatoren sind einfach immer wieder übertrieben nervig. Mann, Mann, Mann. Aber wirklich jedes Mal. Sind die einfach irgendwie Kategorie nervig.
Ich weiß nicht warum. Oh, 20 Minuten sind rum. Okay, gut. Dann gehen wir einmal in die nächste Folge. Nächste Folge werden wir dann hier hinten erkunden, was hier noch ist. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich mich eh. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mich schreibt, ein Feedback. Ich freue mich für den Scheiß und sag mir zum Schluss. Tschüss.